Nachdem die Assassinen die Templer in London besiegt hatten, genoss die Stadt 20 Jahre lang einen gewissen Frieden. Bis zum Herbst des Schrecks. 1888 wird London in Angst und Schrecken versetzt durch eine Reihe von grausamen und nicht aufklärbaren Morden. Die Bordelle von Whitechapel wirken warm und sicher im Vergleich zu den dunklen Straßen, in denen Prostituierte ermordet und auf groteske Weise der Welt zur Schau gestellt werden. Jacob Fry jagt den schwer zu fassenden Mörder, um dem Schrecken von Jack the Ripper ein Ende zu setzen. Beeilen Sie sich, Mr. Finch. Das ist die Story unseres Lebens. Mr. Weaversbrook, ich weiß, Sie haben noch mehr Briefe vom Ripper. Sie sollten sich doch von mir fernhalten. Sie dürfen sie nicht veröffentlichen. Sie haben einen unbekannten Schurken in eine Legende verwandelt. Das ist genau, was er will. Jacob! Endlich habe ich dich gefunden. Es geht um den Ripper. Er hat es wieder getan. Hedy? Oh, bitte nicht. Nein, das darf er nicht. Lizzie? Nicht beide. Derselben Nacht. Wie viele Assassinen müssen noch sterben, bevor du die Wahrheit sehen wirst? Nur noch einer, Jack. Du hättest glauben sollen, Jacob. Und jetzt werde ich dich jagen. Ich bin dein Schatten, Jacob. Ich werde jede von ihnen ausweiden, wenn das der schnellste Weg zu dir ist. Willst du mich, Jack? Dann komm und hol mich! Das ist nicht unser Weg. Oh!
entkommst du nicht. Zurück in dein Loch, kleine Maus. Wo willst du denn hin, Jack? Jack, du bist krank. Erkennst du die Ironie nicht, Bruce? Jack, nur du weißt, wer der Ripper ist. Aber du kannst es niemandem sagen, weil es dich und die Assassinen. Heilen? Mich heilen? Ich bin die Heilung!